Herzlich willkommen, Leute, zu einem Elseworld-Video zusammen mit Early Boy. Hallo! Diesmal möchten wir euch das Spiel aber nicht vorstellen. Diesmal richtet sich das Video an die Leute, die Elseworld bereits spielen. Denn auf der Gamescom findet ein Turnier statt, wo man ein ordentliches Preisgeld gewinnen kann. Oh, ja. Und das Ganze streckt sich in einem Zeitraum von jetzt bis zur Gamescom. Anmeldeschluss für dieses Turnier, ist ein ESL-Turnier übrigens, ist, ich glaube, der 5. diesen Monat. Das heißt, ihr habt noch 2 Tage Zeit. Es richtet sich also wirklich lediglich an Leute, die Elseworlds bereits spielen und auch im PvP sehr aktiv sind. Das Ganze wird auf der Gamescom auf der Bühne ausgetragen und das Preisgeld beträgt 2500 Euro für den Ersten, also für den Gewinner. Vorher müsst ihr aber die Qualifier bestehen, dann kommen die Nationals, dann die Knockouts und dann das Playoff auf der Gamescom. Für die ganzen Infos dazu haben wir euch 2 Links unten in der Videobeschreibung gepackt. Einmal natürlich fürs Game, ist klar, und einmal für das ESL-Turnier an sich. Genau. Die erste Phase schaffen, glaube ich, 64 Leute. Die zweite kommt dann in die Knockouts. Dann gibt es die 6 Landessieger und dann das Finale. Also es ist wirklich, ich glaube, das wird ziemlich schwer. Aber ich weiß auch nicht, wie aktiv oder wie gewieft die Leute bei Elseworld sind. Denn Elseworld ist ein MMO Beat'em'up, also es ist eher ein zweidimensionales Kampfspiel mit 3D-Elementen, also man kann auch in die dritte Dimension gehen, aber alles in allem ist es eher zweidimensional gerichtet. Und anstatt ein MMO ist es halt zusätzlich noch ein Kampfspiel mit einem relativ netten System. Early und ich hatten jetzt die Möglichkeit mal reinzuschauen, wir haben Level 80 Charaktere bekommen und sollen uns auch einmal auf die Fresse hauen, damit ihr das seht. Oh ja, da lukriere ich richtig auf die Fresse, oder? Eben im Training hat er richtig fett kassiert. Im Training stand es 1:1, aber ja, ich habe... Weil ich dich gewinnen lassen habe. Ja, genau. Ich glaube auch, dass das jetzt noch ein bisschen schwerer wird für mich. Wie gesagt, wenn ihr Elseworld spielt und auch im PvP ganz gut unterwegs seid, ja, ihr könnt auch schon was gewinnen, wenn ihr das Qualifier besteht, wenn ihr die Nationals besteht und wenn ihr im Knockout übersteht, dann natürlich, dann kommt ihr ins Finale. Aber jede Stufe hat auch schon Gewinne, die ihr auf der Seite einfach nachlesen könnt. So ein Video hatte ich, habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du schon mal eigentlich... Es ist ja jetzt keine Werbung für das Spiel Elseworld, sondern eher eine Info für das Turnier. Ja, für das Turnier. Sowas habe ich noch nicht gemacht, deswegen weiß ich auch nicht unbedingt, was ich alles noch sagen soll, außer... dass ich die Idee ganz nett finde und ich mag die Grafik zwar nicht ganz, also man sieht, dass das Spiel auch schon ein bisschen älter ist, aber das Kampfsystem ist eigentlich echt ganz nett, muss ich sagen, das können wir euch jetzt mal zeigen. Hast du offen? Ich habe offen. Passwort ist Dalu. Wie hast du es geschrieben? Klein, groß, ja, falsch? Klein. Richtig. So. Wir haben hier so einen Trainingsraum aufgemacht. Ich möchte auch eine Karte wählen. Warum hast du eigentlich 2 Charaktere, fällt mir gerade auf. Mein Charakter wechselt so immer durch. Also der Charakter ist allgemein darauf ausgelegt, immer hin und her zu wechseln. Du musst noch bereitlegen. Dynamisches Duo, ey. So, hast du ein Zeitlimit eingestellt oder irgendwas? Ich kann nur die Map einstellen, das war's. Okay. So, das Ganze spielt sich mit 2 Händen an der Tastatur, also nicht mit der Maus. Ihr lauft mit den Pfeiltasten und habt halt eure Fähigkeiten... auf der Tastatur. Oh, so, Early, wo bist du? Hallo! Tschüss, Dalu. Wenn die Leute, die das Spiel können, uns zusehen, ne, ist das eigentlich echt kontraproduktiv. Aber ich mag das Kampfsystem halt echt. Ja, ich mag ja, das auch. Alles klar. Nein, du Arschloch. Das kann ich auch, ey. Tschüss, Dalu. Ah, da ist ja diese... Ja, mach ich auch. Nein! Oh, falsche Buttons. Nein, da habe ich die falschen Tasten gerade gehabt. Ach, da ist das dein Ernst. Ach, ich dachte, ich bin tot. Dalu, jetzt halt mal die Schnauze. Hier. Oh, Kombos! Nix Kombos, verpiss dich! Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Leck mich! Okay, der war nicht schlecht. Den nehme ich hin. Und damit hast du mich komplett geröstet. Also ich mag meinen Charakter ja, ne? Zwar seid ihr ja zu zweit, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Gibt's ja auch irgendwo Heilung? Mach dich auf etwas gefasst! Nein, du Arsch! Ja, das war ich, das war ich, das war ich! Weg, 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 weg! Ich bin in den Dingens reingedasht, das gibt es doch gar nicht.
Oh. Man kann hier richtig schön Bunnyhoppen, ne? Ich bin immer auf der Höhe, auf der falschen Höhe, was die Tasten angeht. Ich komme mit der Tastatursteuerung echt noch nicht zurecht. Man kann hier wunderschön Bunnyhoppen, sehe ich gerade. Was machst du denn da? Und weg hier, weg hier, weg hier! Nein! Nein, verpiss dich! Wo bist du hin? Weg! Warum? Weil ich Angst hab. Du Arschloch! Nein, weg, weg, weg! Oh. Jawoll! Oh, ich hab einen großen Kopf! Was ist denn mit dir los? Warum hab ich jetzt einen großen Kopf? Weil du Dickschädel bist. Wo bist du? Tot. Jetzt lebe ich wieder. Ja. Die Fähigkeit, ne? Ich weiß nicht, wie man da rauskommen soll. Du Arschloch. Friss das, genau. Da war ich recht. Komm wieder auf der falschen Höhe, was die Items angeht. Wieso? Was für Items denn? Ich komme immer auf Y und X ist ja Auto-Attack. Und ich komme immer auf eine Reihe höher. Ah, und ich komme damit echt nicht zurecht. Ich bin kein, oh, also was das angeht, bin ich kein Tastaturspieler. Da habe ich echt mega Probleme mit. Oh, hallo. Ach, der macht mir... Du Arschloch. Vielen Dank für das Mana. Mann, das war kacke, dass ich dem nicht ausweichen kann. Du haust einen normalen raus. Ja, was? Schon wieder so ein Krise, ey. Bist du auch tot? Nö. Ich hab noch, keine Ahnung, 2 HP. Oben rechts siehst du mein Leben. Schön. Dieses Mal. Das war mein Hyper-Skill. Ach du Arschloch. Die Blutgrätsche. Du lebst aber immer noch. Ich hab 2 HP oder so, Mann. Ich sehe meinen Balken gar nicht mehr. Geh weg, Dalu, geh weg. Nein! Was war das für eine Scheiße? In dem Moment, weißt du, bevor ich noch irgendwas machen konnte, bevor du mich angegriffen hast, war ich schon gestunt und konnte keine Fähigkeit mehr nutzen. Phantom. Du bist auch so ein Phantom. Da unten sind meine Buttons. Das verzeihe ich nicht. Dreifachschuss. Oh, da ist sie wieder. Die Fähigkeit, damit wir nichts zu tun haben. Komm schon, Dalu. Ach, Mann! Warum kann ich denn mich nicht wehren? Ich sehe schon die ganzen Kommentare. Ich bin voll schlecht in dem Spiel. Ja, wir sind ja auch echt nicht gut. Das ist ja kein Geheimnis. Ah, je mehr Schaden du mir machst, umso mehr lädt sich dein Mana auf dich gerade. Dalu, fick dich! Jawoll! Ich glaube, das war mal gar nicht so doof. Das war unfair, ich kam da ja nicht raus. Ja, unfair ist halt jetzt relativ, ne? Ich glaube, unfair gibt es nicht. Ich glaube, man kann bestimmt auch blocken. Aber wir... Nein, du triffst mich nicht, leck mich. Dalu, fick dich! Flammen! Hab ja nochmal Glück gehabt. Wie Glück gehabt? Nix Glück gehabt. Ich bin gut weggeflogen. Wo sind die Items denn hier? Keine für dich. Keine Items für dich. Okay, oh, das hier, war's. Das, daran müsste ich eigentlich sterben. An dieser einen Fähigkeit sterbe ich. Also, weil ich nicht weiß, wie ich da rauskomme. Gar nicht. So wie ich eben. Oh, Resistenz. Das gefällt mir. So, du solltest ja jetzt respawnen. Mach dich auf etwas gefasst. Phantom.
Ach Mann! Danke, du hast mir auf die nächste Ebene geschubst. Kein Problem. Oh! Nee, nee. Wo kommt denn diese Hose her? Nicht mit mir, Fräulein. Und der läuft auch noch rein. Wunderschön, wunderschön. Ah, diese Fähigkeit ist total das ist die scheiße. Höchststrafe. So leck mich. Aus. Leck mich. Aber ich wie lange wollen wir das eigentlich machen? Ich stehe jetzt 4-3. Woher weißt du das? Weil ich mitgezählt habe. 4-3 für wen? Für mich? Kannst du mich mal am Arsch lecken. Kannst du die Aufnahme gerne checken. Okay, erster, der 5 hat. Okay, ich jetzt schaffst du mich, glaube ich, eh. Oh, nein! Ich krieg alle paar Sekunden. Nein! Ich kann nichts machen. Ich sehe dich eine Millisekunde drückt, dass ich entkommen kann und es passiert einmal nichts. Dalu, fick dich! Wiki. Du musst mal einfach rennen und dann die ganze Zeit springen drücken. Du springst diese Bunny Hops da richtig durch die Gegend. Oh, 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 lame. Lebt er mich? Ich glaub, du bist tot. Mensch, 4-4. Ja, no. Der hat nächste Kill, ne? Natürlich bin ich tot, wenn du mich mit dieser Fähigkeit triffst. Also, so stark ist sie gar nicht. Das ist, vor allem, das ist die einzige Fähigkeit, die ich dauerhaft immer verwenden kann. Die ist mega krass. Klong. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Phantom! Ja. Höchststrafe! Oh, ich hab dich getroffen, ich hab dich getroffen. Ich hab dich auch getroffen. Oh, Rose, den nehme ich mit. Da, du Fresse. Nein, du Arschloch! Komm her jetzt. Ach, du kannst mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Ah! Nein! Das ist nicht dein Ernst, dass du da rausgekommen bist, ne? Das war knapp. Du wärst tot gewesen. Nein. Doch, wärst du. Early! Nein! Ja, komm! Abhauen! Wieso kannst du denn abhauen? Wenn du eine Fähigkeit wirkst, kann ich nicht mehr abhauen. Ich habe noch eine Fähigkeit für dich. Halt die Schnauze! Komm her! Ja, los, komm! Was war das denn? Ja, hab ich dich! Nein! Oh, early! Oh ja! Weg! Nein! Ich bin gerade so ausgewichen, ey! Guck mein Leben an! Ach, du hast doch voll AP, du Arschloch! Ja, komm, lass es Mana sein! Nein! Ja! Leute, ja, lass mal rausgehen. Okay, wir sind nicht geeignet für das Turnier. Leute und ich, das war bestimmt schrecklich für euch. Also, ich kann mir vorstellen, dass man das wirklich gut spielen kann. Und ich kann mir vorstellen,
dass man hier auch richtig, richtig geile Sachen machen kann. Wir haben, drei Dungeons schon gemacht. Und bei Combo hatte ich immer C. Also das ist halt schlecht. Und ich glaube, man kann hier wirklich richtig coolen Stuff machen. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf das ESL-Turnier. Das meine ich wirklich ernst. Weil ich finde solche Sachen immer ziemlich geil. Gerade wenn es in dem Competitive-Bereich geht. Ellsworth, wie gesagt, der Link ist unten. Aber auch der Link zum Turnier. Also wenn ihr Ellsworth einen Max-Level-Charakter habt und vielleicht auch schon mal länger Pause gehabt habt, schaut euch das einfach mal an. Vielleicht ist das was für euch. Und schaut gerne bei Early Boy vorbei. Ja, nur. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil wir stehen auf der Gamescom, gucken uns das an und denken uns nur, ja. Gut. Hätte ich auch gekonnt. Aber ich weiß ja, dass du nicht so gut warst, deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Mir fällt gerade auf, ich habe in unserem Kampf nicht einmal Standard-Attack benutzt. Auch Early's Link findet ihr natürlich unter der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, like da. Bis dahin, macht's gut, ciao. Haut rein, tschüss.